Hi Leute, ich habe heute die Kati bei mir. Wir haben ja schon ein paar Videos zusammen gemacht und wir hatten jetzt auch einen Rohkost-Retreat hier in Thailand gemacht. Und der nächste Retreat ist auch schon geplant. Sommer-Retreat, Meditation, Ankommen, Reinigung. Könnt ihr auch mal auf die Webseite schauen, ist auch drunter verlinkt. Genau, und in dem Video wollten wir jetzt aber über Gewichtszu- und Abnahme sprechen. Und wir wollten das Video eben zusammen machen, weil wir eben aus so unterschiedlichen Richtungen kommen. Kati wollte nämlich immer abnehmen, ne? Und ich wollte immer zunehmen, schon immer. Und wir hatten es auch schon beim Retreat davon. Und im Grunde geht es ja nur darum, dass man nicht mit dem zufrieden ist, wie es gerade ist. So. Nicht wahr, Kati? Oder? Ja, das. Genau, dass man immer genau das, also erstmal von mir auch ein Hallo. Und ja, ich freue mich, dass wir das Video machen, weil mich das Thema echt, ich weiß nicht, ich könnte jetzt sagen mein Leben lang, aber natürlich erst als Teenager oder so, aber wirklich schon lange beschäftigt mit der Idealfigur und irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen, ja, genau. Oder einer bestimmten Vorstellung. Und ja, ich kenne das einfach auf und ab, immer zunehmen, abnehmen, zunehmen, abnehmen. Und ja, dieses innere Bild der, wie ist mein Ideal, das irgendwie aus meinem Kopf rauszubekommen, ja. Deiner Vorstellung entsprechen zu wollen. Und ja, wir haben uns da viel drüber ausgetauscht und ich habe es halt irgendwann dann in der Praxis geschnallt, weil ich immer Leute vor mir sitzen haben, die einen waren zu dünn und wollten dicker sein. Und die anderen waren zu dick und wollten dünner sein. Da habe ich gedacht so, hey, immer das, was man nicht ist, will man sein. Und ich schreibe halt gerade an einem E-Book, wo ich den Weg beschreibe, von wie ich mich davon befreit habe. Und da geht es natürlich auch, die Motivation ist natürlich auch irgendwie einerseits natürlich vom Zucker wegzukommen, aber andererseits auch Gewicht zu verlieren. Und dann habe ich halt gemerkt, habe ich halt so die Punkte aufgeschrieben, warum viele Leute abnehmen wollen. Ja. Ne? Also sie passen in die Klamotten nicht mehr rein, sie glauben, dass sie dann attraktiver sind oder man findet keinen Mann, also jetzt in meiner Rolle zum Beispiel keinen Mann, wenn man irgendwie zu dick ist oder so. Und jeder hat ja da so seine Glaubenssätze. Und ich habe dann mal so ein Buch gelesen, da war eine ganz schöne, so ein Hinweis drin, dass halt Abnehmen nur, also nur sozusagen, das ist nur richtig, wenn man es halt nicht macht, weil man irgendwie anders aussehen will, sondern wenn es zum Beispiel der Gesundheit, also wenn Gesundheit der Grund ist. Und dann habe ich halt so ein bisschen weiter darüber nachgedacht und habe gemerkt, dass das System, also meine Seele oder ich weiß nicht, wie du das nennst, aber das ist diese Gewichtsabnahme oder Zunahme nur unterstützt, wenn es meiner Seele gut tut, also wenn es für mich ist, so. Ja. Wenn der Grund dafür in mir liegt und nicht außerhalb von mir. Wenn ich nur anderen gefallen will, dann wird sich da mein System gegen sträuben, weil es unterstützt nur das, was sozusagen aus der Liebe kommt, so, ne? Oder was halt der Seele gut tut. Und das ist halt der springende Punkt, ne? Ist es wirklich das, was von außen kommt, was die Wünsche, die Hoffnungen oder das Idealbild von den Eltern, von der Gesellschaft, von Freunden oder von wem auch immer ist? Und man hat diese Idealmuster übernommen und möchte dann so sein deswegen? Oder geschieht es wirklich daraus, weil ich das will, so, weil ich mich nicht wohlfühle. Ja, genau. Und nur so kann das eben funktionieren. Und was steckt auch eigentlich immer dahinter? Eigentlich ist es ja so, jeder Mensch will ja glücklich sein, ne? Das ist eigentlich so das eigentliche Ziel, das eigentliche Streben. Und es geht im Prinzip nur darum, sich wohlzufühlen. Und das ist eben die Frage so. Fühlst du dich in deinem Körper wohl? Und ja, das ist eben die Frage, die sich jeder stellen sollte. Fühlst du dich wohl, so wie du bist? Und ich habe festgestellt, dass ich, also bei mir war es eben so,
Ich habe dann erst festgestellt, auch als ich meine Ernährung dann umgestellt habe, dass ich meinen Körper viel mehr spüre, dass alles immer besser wurde. Ja, dass ich die kleinsten Bewegungen und die kleinsten Veränderungen in Fingern irgendwo innen wahrnehmen konnte. Und habe dann eben gemerkt, wie das ist dann das, wo ich mich wohlfühle. Das ist mein Gewicht so. Und habe einfach geschaut, dass ich mich immer wohlfühle. Und das Gewicht ist dann eigentlich so eine Nebensache. Das ergibt sich einfach so. Ja. Ich war halt schon immer, also ich habe halt viel über Essen kompensiert. Und wie gesagt, bin dann auch in so, also ich habe sonst, würde ich sagen, keine Süchte, aber das war echt so zuckersüchtig. Bin beim Bäcker gewesen und habe dann noch, weil ich so Entscheidungsschwierigkeiten habe, dann bin ich manchmal mit 6 Stück Kuchen nach Hause gegangen und habe die aufgefuttert. So, ne? Und ich wurde dann schon auch gehänselt und so dieses ganze klassische Programm. Und das habe ich dann natürlich wieder in mich reingefressen und so. Und hatte aber immer so ein, irgendwann so, oh, jetzt ist aber doch zu viel. Und dann habe ich halt wieder irgendwie versucht abzunehmen, eine Diät zu machen und ja, das typische Auf und Ab mit den Jojo-Effekten und das Problem halt dabei war immer, dass ich, das sind so 2 Punkte, die ich auch heute gerade nochmal so reflektiert habe. Einmal, dass man, also wenn ich das Gefühl hatte, ich musste auf was verzichten, das funktioniert halt überhaupt nicht. Und der zweite Punkt ist mir jetzt entfallen, aber so halt dieses Verzichten und, naja, Verzichten ist schon ein richtig guter Punkt. Also wenn du den dabei hast, dann wirst du wahrscheinlich nichts durchhalten, so, sondern es ist halt total wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich darf so viel essen, dass ich mich wohlfühle oder dass ich halt satt bin oder was auch immer so, ne? Und das ist total wichtig und ich habe immer noch das Thema, dass ich übe, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Aber ich merke, dass es halt wichtig ist und dass da wirklich hinzukommen. Und zwar nicht erst, wenn ich irgendwie noch 10 Kilo abgenommen habe oder noch 5 Kilo oder so, sondern jetzt. So, und das ist eine echt krasse Aufgabe, so, die ich aber gerne übe, weil ich merke, dass mir das gut tut, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Und das fand ich auch spannend in dem Gespräch, was wir vorher halt auch so hatten, dass das, was wir euch vermitteln wollen, ist halt wirklich so, dass Gewicht ist, also es geht darum, wie du dich darum in deinem Körper fühlst und halt, dass es nicht ein zu dünn oder zu dick gibt, so, ne? Also dieses Vergleichen halt, das ist auch, bringt auch viel Leid mit rein, so, ne? Und wenn wir das weglassen, und also ich sage bewusst wir, so, ne? Also weil ich bin da auf jeden Fall immer noch drin in dem Thema und ich spüre schon, dass ich immer noch auch so Altlasten habe, weil ich halt viel über Essen immer noch kompensiere oder das halt noch drauf habe, so, was ich da so ja, kompensiert habe. Und ich bin halt immer mehr bereit, einfach die Themen, die so hochkommen, anzuschauen und anzugehen und dann auf eine ganz natürliche Art und Weise und mehr nebenbei dann halt das alles loszulassen, was im Fettgewebe oder so gespeichert ist. Und ertappt mich da auch immer noch wieder dabei, wie ich so sage, oh ja, jetzt da noch abnehmen und da noch abnehmen und so. Also es ist schon echt ein krasses Thema, was auch durch die Gesellschaft, ja, das wird einem da richtig schwer gemacht, ne? Mhm. Das mit der Werbung, die man sieht, diese Idealkörper, die retuschierten mit Photoshop, also da ist ja, ich finde es immer sehr heilsam, in die Sauna zu gehen. Da irgendwie zu sehen, wie da jeder aussieht und was halt sozusagen, was steht denn, welche Körper sind in den Hochglanzmagazinen und welche begegnen mir in der Sauna. So, das ist echt so, das hilft mir immer und rückt mein Bild irgendwie so gerade mit all den Dellen und Wellen und aber so. Aber selbst das ist halt wirklich,
trotzdem darauf hinarbeiten, dass man, dass es egal ist, wie jemand anderes ausschaut, fühlst du dich wohl. Ja. So, das ist es. Ja, ja, stimmt. Echt, also die Kernbotschaft, nimm bitte das raus aus unserem Video. Ja. Dein Gefühl ist das Allerwichtigste. Genau. So. Wenn ihr euch am besten fühlt. Genau, und wenn du jetzt gerade so bist und dich wohlfühlst, wie du bist, dann ist doch wunderbar. Und dann, genau. Dann ist es halt so, wie du gerade bist. So, ne? Und das ist das Entscheidende. Also das ist der wichtigste Schritt, ja zu dem zu sagen, wie es jetzt gerade ist. Ja. Egal, klar, du kannst ja die Ernährung trotzdem umstellen. Genau, so, ne? Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Trotzdem gesünder leben, halt alles natürlicher leben einfach. In der Natur, wir bewegen uns kaum mehr, wir haben total unnatürliche Haltungen, Positionen. Einfach natürlicher leben, so egal. Und dann ergibt sich's eh, ja. Und ich denke, das ist eben auch ganz individuell, so dieses Idealgewicht, wenn man es mal so nennen mag. Ja, also ich habe zum Beispiel auch so ein inneres Bild, wo ich glaube, das ist so mein wahrer Körper irgendwie. Und ich weiß, meine Seele findet da irgendwie hin, den zu kreieren. Und also so, und trotzdem, wie gesagt, auch jetzt ist es in Ordnung, wie es ist. Und wenn ihr euch sicher seid, ist es das, was ihr glaubt, was ihr fühlt, ist viel wichtiger. Keiner kennt dich und deinen Körper so gut wie du. Also, ja. Dann macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.